Vor 2 Jahren durfte ich schon an einem sehr wichtigen und wirklich tollen Projekt teilnehmen. Und ich freue mich echt sehr, dass dieses Jahr die gemeinsame Reise weitergeht. 2008 haben sich die Caritas und Elmix zusammengetan, um hilfsbedürftigen Menschen eine kostenlose Zahnversorgung zu bieten und aber auch die Präventionsarbeit bei Kindern in Hamburg zu fördern. So ist das Elmix Zahnmobil entstanden. Und wie das Ganze ausschaut, das schauen wir uns jetzt an. Was ist? Unsere neue Beklebung zum 10-jährigen Jubiläum. Mittlerweile sind wir schon 13 Jahre unterwegs. Wahnsinn! Ihr müsst euch mal vorstellen, dass in über 10 Jahren das Zahnmobil rund 23.000 Kindern in über 800 Institutionen betreut hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Es ist alles original wie in einer richtigen Zahnarztpraxis. Jeden Montag und Dienstag fährt das Zahnmobil Kindertagesstätten, pädagogische Mittagstische und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in sozialen Brennpunkten der Stadt Hamburg an. Und wie das Ganze ausschaut, das erklärt uns jetzt die Frau Himberger. Hallo Frau Himberger. Hallo. Was macht ihr da so Schönes? Auf unseren Präventionstouren möchten wir die Kinder gerne spielerisch auf den Zahnarztbesuch vorbereiten. Wir teilen die, wenn wir da ankommen, erstmal in kleine Gruppen auf. So 3 bis 4 Kinder dürfen dann immer ins Mobil, dürfen alles ausprobieren, dürfen auf dem Zahnarztstuhl rauf und runter fahren. Wir erklären denen die Technik, wie zum Beispiel den Bohrer und die OP-Lampe, die Sauganlage. Und für die Kinder ist es ein tolles Erlebnis, weil ich sage immer, die Erlebnis mit allen Sinnen. Man kommt rein ins Zahnmobil und riecht schon, es riecht anders, es riecht nach Zahnarzt, das sagt eigentlich fast jeder. Also ich glaube, das ist sehr nachhaltig und toll für die Kinder. Und wie wird das bei den Obdachlosen angenommen? Das wird super gut angenommen. Ein Großteil unserer Patienten ist nicht krankenversichert, fast 90%. Das heißt, sie haben keine andere Möglichkeit, zahnmedizinische Versorgung zu bekommen. Und teilweise ist es so, dass sie wirklich monatelang auf der Straße rumlaufen mit Zahnschmerzen. Und die sind dann unendlich dankbar, wenn wir sie von ihren Schmerzen befreien. Das kann man oft gar nicht in Worte fassen, was sich da abspielt. Das ist wirklich toll, welchen Beitrag zur Mund- und Zahnpflege die Caritas gemeinsam mit Elmix auf den Straßen Hamburgs leistet. Und das Coole ist, dass Elmix die ganze Initiative jetzt ausweitet. Die finanzieren ein neues Zahnmobil in einem weiteren Bundesland. Wenn ihr noch mehr über das Zahnmobil wissen wollt oder auch alles, was das Thema Kinderzahnpflege betrifft, dann schaut doch bitte auf der Webseite vorbei, gesunderzahn.net.